Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute sind wir mal wieder tauchen mit dem Metalldetektor, und zwar nicht irgendwo. Wir haben uns eine Bucht rausgesucht, wo ein Hotel steht, wo erstens der Preis für eine Nacht für ein Doppelzimmer 500 Euro ist, für eine Nacht. Und die Liegen, es ist komplett bescheuert, ich komme da gar nicht drauf klar, zwei Liegen und ein Schirm, das sind jetzt keine besonderen Liegen, ihr seht sie hinter mir, 130 Euro am Tag. Aber alles gut, es gibt einen Freundschaftspreis für 7 Tage 650 Euro. Für so einen Schnapper, oder? Naja, jedenfalls die Leute, die hier sind, die werden wahrscheinlich teuren Schmuck haben. Und vielleicht hat der eine oder andere teuren Schmuck verloren. Den werden wir dann eventuell heute finden. Ich habe wieder zwei Kollegen bei, wir gehen zu dritt tauchen. Und naja, wir sind heute früh aufgestanden, aber nicht früh genug. Hier ist schon relativ viel los. Ich hoffe, keiner hat was dagegen und fühlt sich gestört. Für den Preis könnte ich das tatsächlich verstehen. Aber naja, wir gucken mal. Wir gehen jetzt auf Tauchstation. Ich ziehe mein ganzes Zeug an, mache alles bereit. Dann sehen wir uns nach dem Intro, wenn wir ins Wasser gehen. Und ihr könnt schon mal die Daumen drücken, dass wir einen dicken Goldring mit fettem Klunker finden oder so. Nein, Spaß beiseite, wir gucken mal, was geht. Thank you.
Sehr gut. Hotelkarte gefunden. Dann bleiben wir noch einen Tag da. Oh. Mal gucken. Die Tüte, was war da zu haben? Also es ist schon relativ überschaubar gewesen. Ich denke, da hat schon mal jemand gesucht. Oha, die Hotelkarte. Unser Zimmer für die Nacht. Ja. Und dann, das hier ist der Ring, den ich ganz am Anfang gefunden habe. Der ist echt. Der sieht cool aus, aber das wird modisch sein. Nein, der ist echt. Nein. Ah, nee, der ist abgeritzt. Ja, guck hier. Ja, scheiße. scheiße, aber trotzdem schön. Ja, trotzdem schön. Das sieht irgendwie cool aus. Ja. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber also entweder hatte ich schon jemand gesucht oder die Leute passen wirklich sehr gut auf ihren Schmuck auf. So, wir haben das ganze Zeug nochmal zusammengepackt und latschen jetzt zu einer weiteren Bucht, die ist hier gleich nebenan. Da sollte der Boden vielleicht ein bisschen besser sein. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen, da wo wir jetzt waren, da war relativ... Oh, Scheiße. Schlüssel verloren. Ja. Da war relativ schlammig und da hat man die ganze Zeit was aufgewirbelt, das war nicht so cool. Und ich denke mal, dass so schwere Ringe da einfach drin versinken und da findet man die nicht. Deswegen mal gucken, vielleicht finden wir irgendwo Kiesel. Da ist es dann ein bisschen einfacher zu suchen, hoffentlich. So, wollen wir? Noch eine Runde oder was? Na los. Boah, das war knapp. Aufpassen, rutschig. Okay.
Okay, ich bin wieder raus. Es waren jetzt insgesamt 3 Stunden Tauchen. Irgendwann war natürlich wieder der GoPro-Akku leer. Ihr kennt es ja mittlerweile, entweder SD-Karte voll oder Akku leer. Irgendwann kriege ich das schon noch im Griff. Naja, auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. 3 Stunden waren aber auch anstrengend. Wir konnten aber eine Menge finden und wir gucken uns einfach mal alles an, was wir so gefunden haben. Und zwar fangen wir mit dem Müll an. Der liegt hier, hält sich tatsächlich in Grenzen, war gar nicht mal so viel. Die Strände hier sind relativ sauber. Dann, also mindestens genauso viel Blei, gewichtstechnisch wahrscheinlich 5-mal so viel. Komischerweise ganz, ganz viele so alte Bleigeschosse, die könnten schon richtig alt sein. Also davon waren hier erstaunlich viele im Wasser, dann aber auch Angelblei, wie man hier sehen kann. Ja, also bestimmt ein halber Kilo, halbes Kilo, wie auch immer. Dann haben wir dieses komische Schild hier. Ich habe leider keine Ahnung, was das hier, Leccio, ist das ein Ort? Wahrscheinlich, oder? Klingt eigentlich wie Italien. Cesvina klingt aber auch wie Kroatien, weiß ich nicht, ob das von einem Schiff ist oder irgendwas, vielleicht weiß es jemand von euch. Ich mal wieder nicht. Dann haben wir hier die guten Funde. Wir haben ganz viele Münzen gefunden. Naja, was heißt ganz viele? Ich glaube 19 insgesamt oder 20. 2 Euro hatten wir 2-mal gefunden. Das eine habe ich ehrlich gesagt ausgegeben, um auf Klo zu gehen. Aber ja, paar Münzen. Und dann haben wir hier natürlich auch ein bisschen Schmuck. Aber vorher zeige ich euch das hier noch. Das war nämlich auch Blei. Aber das sieht mir ziemlich alt aus. Also es könnte ja entweder ein ganz, ganz altes Angelblei sein oder irgendein anderes kleines Gewicht oder so. Ihr seht hier, das ist auch schon ein bisschen angefressen. Aber eigentlich ganz cool. Also das hier ist kein normales Blei. Dann haben wir ein bisschen Schmuck gefunden. Insgesamt sogar 5 Sachen. Hier war am Ende, wie gesagt, die GoPro leider leer. Das ist ein schöner Silber-O-Ring mit einem kleinen Steinchen drin. Kriegt man theoretisch noch sauber, aber ich glaube, die Mühe mache ich mir tatsächlich nicht. Dann haben wir hier das Kettchen. Leider nur noch zur Hälfte. Da habe ich die andere Hälfte verloren. Das ist ein bisschen ärgerlich, zumal hier irgendwas von, wartet, 24 Karat drauf steht, also theoretisch sehr, sehr hochlegiertes Gold oder niedrigliegiertes reines Gold, ja, wie auch immer. Aber GF ist wahrscheinlich irgendwie, dass es einfach nur vergoldet ist, ja, denke ich auch, dass das hier leider keine richtige Goldkette. Naja, ich habe eh die Hälfte verloren, also nicht so wild. Was haben wir hier noch? Irgendein Anhänger, vielleicht ist aber auch nur ein Knopf gewesen. Sieht aber eigentlich ganz, nee, schön, ist ein Anhänger gewesen, ein schöner Anhänger. Jetzt sehe ich es erst. Irgendein wilder Typ drauf. Eine Bleiplomme haben wir auch gefunden, auch selten sowas im Wasser zu finden, aber auch mal cool. Oh, schon wieder weg. Und dann natürlich hier dieser wunderschöne Gold anmutende Ring, aber leider nur vergoldet, kein Stempel drin. Aber auch eine komische Form, oder? Was ist das für ein Ring? Wartet. Das sieht schon sehr unförmig aus, wenn man ihn trägt. Na gut, ich den Ring eh nicht. Okay, und dann natürlich der Highlight-Fund. Maestra, eine Hotelzimmerkarte. Und das Hotel sieht man jetzt nicht von hier, leider. Ist eines von diesen dreien in der Bucht, wo wir ganz am Anfang waren. Und da kostet ein Zimmer nur 420 Euro die Nacht. Also Schnapper. Spaß beiseite. Ja, ich glaube, das kann das Hotel auch nichts mehr mit anfangen. Das wird auch leider nichts wert sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass diejenigen, die das verloren haben, bestimmt so 100 Euro Strafe zahlen mussten oder sowas in dem Hotel. Ja, halte ich für wahrscheinlich. Die anderen beiden haben natürlich auch eine Menge gefunden. Ich glaube, die haben insgesamt knapp 40 Münzen oder sowas. Aber leider auch gar kein Schmuck. Das ist ein bisschen schade. Ein bisschen Müll war auch dabei. Aber ja,
insgesamt bin ich trotzdem sehr zufrieden. Es hat Spaß gemacht. Man darf halt bei sowas nicht mit hoher Erwartungshaltung rangehen. Man kann sich natürlich versuchen zu motivieren und sich vorzustellen, eine Rolex zu finden oder so, aber die Realität sieht halt meistens anders aus. Und ja, solange man trotzdem happy ist und ein bisschen was gefunden hat, ist das doch ganz gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns nächsten Freitag 15 Uhr beim nächsten Sonne-Video. Vielleicht mal wieder im Wald oder irgendwo anders. Und ja, ein schönes Wochenende gewünscht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Tschüss.